Die Kenobi-Serie ist mittlerweile vorbei, doch nach der Star Wars-Serie ist jetzt auch schon vor der Star Wars-Serie. Andor, in circa 7 Wochen wird die nächste große Star Wars-Serie sein. Und nach den Infos der Produktion, wer da alles dahinter steckt und nach dem Trailer, bin ich richtig gehypt auf diese Serie. So gehypt, wie ich es das letzte Mal im Prinzip vor The Mandalorian Staffel 2 oder Jedi Fallen Order war, was ja Ende 2020 war. Ich habe mir jetzt in den letzten Wochen über die Serie einige Gedanken gemacht. Und ich habe da eine Theorie bzw. einen Vorschlag oder einen Wunsch, worum die Story in der Serie, zumindest in der ersten Staffel, grob gehen könnte. Keine Sorge, ich werde euch hier keine Leaks und damit auch keine Spoiler vorstellen, außer das, was wir offiziell wissen, was in offiziellen Interviews kam, in Verlautbarungen oder halt im Trailer und dann meine Spekulationen dazu abgeben. Momentan sind die Infos, die wir zu der Serie haben, ja noch sehr, sehr vage. Klar, wir haben den Trailer und wir haben so ganz, ganz grob, in welche Richtung die Serie gehen soll, aber konkret, wohin die Story führt, haben wir nicht. Wir wissen bisher, dass die Serie 5 Jahre vor Episode 4 startet und es unter anderem um den Rebellenspion Cassian Andor geht, deswegen der Name Andor. Der ist natürlich bekannt aus Rogue One, wo er neben Jyn Erso die Hauptfigur war. Dann haben wir im Trailer noch gesehen, dass Mon Mothma darin vorkommen wird und Coruscant scheinbar auch in der Serie sein wird und wir kennen auch schon Luthen, scheinbar ein recht hochrangiger Rebell zu dieser Zeit. Im Trailer haben wir dann auch noch ein bisschen was vom Imperium gesehen, aber ansonsten wissen wir nicht viel. Zumindest von offizieller Seite, aber wie gesagt, auf die Leaks gehe ich nicht ein, da gibt es andere Videos zu. Aber wir haben ja noch drumherum einige Informationen, die uns vielleicht eine Richtung für diese Serie geben könnten. Zum einen wissen wir ja, dass Cassian Andor ein Spion für die Rebellenallianz ist. Da das jetzt 5 Jahre vor Episode 4 und Rogue One spielt, würde ich vermuten, dass wir vielleicht Cassians Anfänge zu sehen bekommen in der Rebellenallianz. Oder zumindest seine ersten richtig wichtigen Missionen. Und generell, dass wir dann über die beiden Staffeln, die wir da bekommen werden, verschiedene Spionagemissionen von Cassian Andor sehen. Bei der ersten Staffel wissen wir aber auch noch gar nicht, ob das jetzt 12 Folgen lang eine große Story mit Nebenplot sein wird oder ob wir jetzt jede Folge oder alle 1 bis 3 Folgen eine neue Mission für Andor sehen werden, die alle in sich abgeschlossen sind. Also ist das über 12 Folgen lang eine große Handlung oder verschiedene kleine Handlungen, die abgeschlossen sind und die nur lose aufeinander folgen. Da wir natürlich wissen, dass Cassian Andor ein Spion ist und es damit vermutlich um Spionage geht, grenzt das die Story der Serie natürlich ein bisschen ein, aber in diesem Rahmen der Spionage haben wir immer noch einen riesen Freiraum, vor allem zu dieser Zeit, wo das Imperium so, so viel macht, was ausspioniert werden könnte. Deswegen müssen wir gucken, wo die Reise mit Cassian denn hinführt und das ist natürlich Rogue One, das einzige große, wo Cassian Andor bisher so aufgetaucht ist. Da kommt er am Anfang des Filmes dem Todesstern immer näher, bis sie am Ende halt dann die Todessternpläne klauen. Er weiß am Anfang des Filmes, dass da irgendwas vom Imperium gebaut wird und dass es auch einen Wissenschaftler gibt, der vielleicht helfen kann, diese Superwaffe zu zerstören. Das bedeutet für mich, dass Staffel 2 der Serie vermutlich mindestens zum Ende hin auf die Entdeckung des Todessterns hinarbeiten wird. Denn soweit wir wissen, gibt es 2 Staffeln, danach scheint es Schluss zu sein. Vielleicht findet Cassian aber auch hier und da vorher schon sozusagen Brotkrumen, die auf die Wellen hindeuten, die der geheime Bau des Todessterns schlägt. Sagen wir, in einer Mission erfährt Cassian von der massiven Abholzung von eigentlich unter Naturschutz stehenden Planeten, was wir aus dem Roman Rogue One der Auslöser kennen. Dass dort das Imperium Planeten unter Vorwand unter Quarantäne stellte, dann abschottete und den Planeten jegliche Rohstoffe klaute, um eben den Bau des Todessterns überhaupt erst machen zu können. Oder aus Thrawn Verrat wissen wir, dass es teilweise massive geheime Hyperraumrouten gab, über die diese Rohstoffe dann eben zum Todesstern geschickt wurden. Vielleicht findet er da irgendwas zu raus. Oder Cassian erfährt von Wissenschaftlern, die an Antrieben, Waffensystemen, Energiegewinnung oder Kyberkristallen forschen, aber irgendwann einfach verschwinden. Auch hier wissen wir aus Rogue One, der Auslöser, dass das Imperium Leute wie Galen Erso entführte und zur Arbeit zwang, wenn sie nicht freiwillig am Todesstern arbeiteten. Beziehungsweise, dass die meisten Wissenschaftler gar nicht wussten, dass ihre Arbeit für eine Superwaffe genutzt werden sollte. Einige Leute, die dann eben herausfanden, dass das Ganze für einen Todesstern und nicht zur Energiegewinnung für entwickelnde Planeten war, wurden von Krennic getötet. Möglich ist es aber auch, dass viele weitere Wissenschaftler, wie Galen Erso, entführt und einfach gezwungen wurden, ihre Forschung weiter zu betreiben. Das könnte auch die Shots im Trailer erklären. Da sehen wir ja einmal Wissenschaftler in einer Art Labor,
Wir sehen was, was wie ein Gefängnis aussieht und einen langen unterirdischen Gang, wo diese Wissenschaftler langlaufen. Und für mich sehen die da eher wie Gefangene aus. Aber wir sind hier immer noch 5 Jahre vor Rogue One. Also 5 Jahre vor der Fertigstellung des Todessterns. Da stelle ich mir jetzt so die Frage, haben die ganze Zeit nur am Todesstern gearbeitet? Vielleicht haben die ja auch kleinere Varianten der Einzelteile gebaut und diese vorher getestet, bevor man die in den Todesstern eingebaut hat. Da könnte man nämlich jetzt was einbauen, was viel zu wenig Aufmerksamkeit bisher meiner Meinung nach bekommen hat. Erinnert euch mal zurück an 2019. Lang ist sehr vieles in der Zwischenzeit passiert. Einige Monate vor Episode 9 wurden uns da 2 neue Raumschiffe für das exzellente Tabletop-Spiel Star Wars Armada vorgestellt. Die Starhawk-Klasse der Neuen Republik und der Onega-Sternzerstörer des Imperiums. Mit dem Timing so kurz vor Episode 9 dachte ich persönlich, dass dieser Onega-Sternzerstörer dann auch im Film in Episode 9 auftauchen würde. Denn die Beschreibung des Schiffes hätte auch gut auf Palpatines Flotte zutreffen können. Gut, die tauchten da drin nicht auf und seitdem sind die in keinem anderen großartigen Werk aufgetaucht. Was schade ist, da ich die ziemlich cool finde. Diese Sternzerstörer der Onega-Klasse haben nämlich 2 superschwere Turbolaser mit enormer Reichweite. Die sind quasi die Artillerie der imperialen Schiffe. Sie können außerhalb der Reichweite planetarer Verteidigung bleiben, wie zum Beispiel außerhalb dieser Ionenkanone auf Hoth, die Sternzerstörer in Episode 5 abgeschossen hat. Da wären diese Onega-Sternzerstörer super gewesen, um die halt einfach weiter hinten zu halten. Dann können die nämlich mit ihren schweren Turbolasern innerhalb weniger Schüsse die Verteidigungsanlagen eines Planeten zu Schutt und Asche schießen, da diese Turbolaser super stark sind und eine riesige Reichweite haben. Über die Geschichte der Schiffe ist aber in-Universe nicht so viel bekannt bisher. Das heißt bei Star Wars Armada, dass sie praktisch waren, um Separatisten Überreste auszumergeln und das Imperium sie deswegen früh nach den Klonkriegen schon herstellte. Aber A, könnte das trotzdem von diesen Project Celestial Power Wissenschaftlern kommen, die für den Todesstern verantwortlich waren, die halt einfach schon früh so einen Prototypen fertig bekommen haben und dann eben auch diese Onega-Sternzerstörer dadurch hergestellt werden konnten, und B, taucht diese Beschreibung, dass sie früh nach den Klonkriegen hergestellt wurden, im Prinzip nur bei Star Wars Armada auf. Da haben Serien schon viel, viel schlimmere Sachen geretconnt als so ein bisschen Hintergrundinfo, die bei einem Brettspiel mit dabei war. Und das wäre, um ehrlich zu sein, was, wo mich der Redcon so gar nicht stören würde. Wenn jetzt die Geschichte der Onega-Sternzerstörer schon in 10 Büchern und Begleitbüchern erklärt wurde und das in Geschichten kurz nach den Klonkriegen aufgetaucht ist, dieses Schiff, fände ich das nicht so cool, wenn die das jetzt abändern würden. Aber wenn es nur eine Beschreibung in einem Heft bei einem Brettspiel ist und dann da die Geschichte abgeändert wird, ist das für mich, um ehrlich zu sein, nicht wirklich schlimm. Die Serie könnte also sagen, dass bei der Forschung des Superlasers für den Todesstern erstmal kleinere Versionen bei rumkamen. Eine kleinere Version, die zwar keine ganzen Planeten zerstören, aber mit einem Schuss vielleicht ganze Städte verwüsten könnte, also deutlich, deutlich stärker wäre als alle anderen Waffen, die imperiale Schiffe bisher haben. Weswegen das Imperium dann diesen Waffenprototypen weiterentwickelte und daraus den Onega-Sternzerstörer machte. Deswegen meine Theorie: Was wäre denn, wenn Cassian in der ersten Staffel dieser Serie irgendwie von diesen Sternzerstörern Wind bekommt? Um dann eine Schwachstelle bei den Onega-Sternzerstörern zu finden, schnüffelt er weiter beim Imperium herum und findet vielleicht sogar diese gefangenen Wissenschaftler. Kann da dann was über den Onega-Sternzerstörer herausfinden, weshalb der Sternzerstörer in späteren Geschichten auch nicht wirklich auftaucht. Damit wurde dieser Onega-Sternzerstörer in der frühen Phase der Entwicklung gestört, nur wenige von den Sternzerstörern konnten fertiggestellt werden, vielleicht 10, 20 Stück, und im Laufe der Jahre, Jahrzehnte sind die von den Rebellen zerstört worden, was dann vielleicht auch erklärt, warum dieser Onega-Sternzerstörer in späteren Geschichten halt kaum noch auftaucht. Und dadurch, dass Cassian halt eben diese Spur zu den Wissenschaftlern und zu dem Onega-Sternzerstörer gefunden hat, wo ein Waffensystem, ein früher Prototyp für ein Waffensystem des Todessterns verbaut ist, kommt Cassian langsam aber sicher auch auf die Spur des Todessterns im Laufe der 2. Staffel dann vielleicht. Wie gesagt, das ist jetzt eine reine Spekulation von mir. Es würde aber im Kontext dieser Serie und im Kontext dieses Sternzerstörers zu, sagen wir, 98% auch Sinn ergeben. Und diese Onega-Sternzerstörer mal in den Fokus holen, die bisher vernachlässigt wurden, fände ich, um ehrlich zu sein, super. Mir würde das großen Spaß machen, das so ungefähr in die Richtung zu sehen. Die Serie kann aber auch noch in so, so viele andere Richtungen gehen, die alle interessant werden können, wenn es richtig umgesetzt wird. Was meint ihr? Hättet ihr Lust, diese Variante der Andor-Serie zu sehen oder eher nicht? Hättet ihr andere Varianten? Schreibt's gerne unten in die Kommentare.
Und übrigens, imperiale Schiffe, wenn euch das interessiert, ein Video mit 50 Fakten über imperiale Schiffe habe ich auch schon gemacht. Das findet ihr hier in der Endcard verlinkt. Schaut da mal rein. Damit euch allen noch einen wunderschönen Tag. Bleibt gesund und möge die Macht mit euch sein.